Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Letzte Folge haben wir hier uns einen kleinen Feuerunterstand gebaut. Wie gesagt, hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht, aber das soll jetzt erstmal egal sein. Ich würde jetzt hier ganz gerne uns noch eine kleine Hütte basteln. Als Lagerraum, dass wir da mal ein paar Truhen reinwerfen. Dass wir die alle schön nebeneinander haben und da schnell rankommen. So, reicht mir das schon? Haben wir ja doch nur drei. Aber drei ist eigentlich, ja, es ist erstmal okay. Die werden wahrscheinlich wieder nicht ausreichen hier. Ne, ich glaube, die bringen so gar nichts. Fehlende Voraussetzungen, haben nicht genug Steine. Ach, verdammt. Aber dafür passen die jetzt schon mal drunter. Ich glaube, der nicht ganz, ne? Ne, der schwebt wieder in der Luft. Hier drüben haben wir das eigentlich schön hinbekommen. Ich glaube, ich muss wirklich erst... Ach, wir haben mit Querbalken gearbeitet. Jetzt habe ich meinen Fehler entdeckt. Entschuldigt. Dann müssen wir das natürlich hier auch... Ich hatte gerade überlegt, warum das so da drüben so gut geklappt hat. Aber ja, da hat man natürlich auch die hier. Und die haben das alles ein bisschen ausgeglichen. Zwei. Was war denn jetzt? Ach, der Bauhammer kaputt. Und es wird schon wieder dunkel. Weiß nicht, ob wir vielleicht mal schlafen gehen, dass wir ein bisschen im Hellen weiterarbeiten können. Ich glaube, das machen wir. Wir reparieren jetzt erstmal. Und dann geht's mal eine Runde pennen. Weil unser Charakter muss sich auch mal ausruhen. Und ich glaube, nach dem Schlafen haben wir auch den Ausgeruht-Skill. Und dauert ja nur 2-3 Sekündchen. Geht ja zum Glück relativ schnell. Komm Spiel, jetzt enttäusche ich mich nicht. Fall mir nicht in den Rücken. Danke. So. Oh Gott, ist das neblig hier. Ich hoffe, es ist nur Nebel und zwar nicht unsere Lagerfeuer hier drüben. Bauhammer wieder in die Hand. Ein Querbalken machen wir noch. Den nehmen wir weg. Ich glaube, wir müssen die trotzdem vorher setzen. Obwohl. Und so. Passt. Eins. Zwei. Drei. Machen wir es drei oder vier lang? Ich glaube vier. Ach Mist. Aber es ist jetzt nicht blau, ne, weil es nicht auf dem Boden aufsteht. Aber so ein großer ist zu hoch. Das heißt, wir müssen hier doch wieder... Was wir natürlich gerade nicht können. Und wenn wir zuerst die Dinger setzen, ich muss das jetzt nochmal ausprobieren. Wir müssen die Mechanik ja früher oder später, oder ich muss die Mechanik früher oder später ja auch mal richtig kapieren. Jetzt vorher setze. Dann haben wir hier halt diese Unebenheit drin. Also es macht keinen Unterschied. Naja. Dann bauen wir hier rüber. Das waren drei in der Breite. Der kann wieder weg. Müssen dann halt nochmal ein paar Steine aufnehmen. Und da ein bisschen drunter erhöhen. Und dann geht das auch. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Eins. Zwei. Und drei. Kommt irgendwie nicht auf dieselbe Höhe raus, würde ich meinen. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Den zu hoch gesetzt hier vorne. Den ersten. Müssen den so setzen. So dran und das dann so. Sieht besser aus. Wir brauchen auch nicht unbedingt in der Mitte noch so einen Stützbalken. Ist ja schließlich nur eine 3x3 Hütte. An der nehme ich auch weg. So, Bodenplatten dran. Kommen wir hier hoch? Nö. Ich
wollte die eigentlich ganz gerne oben drauf setzen. Lass mich mal hier rüber, bitte. Wir sind echt, wir schaffen es nicht. Doch, jetzt schaffen wir es. So ist doof. Eigentlich ist ja oben drauf gedacht. Aber macht er nicht. Dann bleibt es jetzt halt so. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, weil die jetzt absolut nicht gestützt werden hier. Ist ja eigentlich als Gerüst gedacht, aber okay. Ist alles noch grün, also scheint ja zu passen. Dann Holzband. Holzband, eine Treppe. Oh, wir haben schon wieder kein Holz mehr. Hat's doch nicht gereicht. War ich zu optimistisch. Ist das alles der Rauch oder ist jetzt wirklich heute einfach neblig? Das gefällt mir halt noch absolut gar nicht. Ich glaube, wir machen die erstmal wieder weg. Also, dass wir einen Rauchabzug brauchen und so, gerade in Gebäuden, das habe ich schon verstanden. Aber dass es uns hier gleich die komplette Landschaft vernebelt wegen vier Lagerfeuern. Hä? Ich habe die doch gerade weggebaut. Jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Kann natürlich aber auch sein, dass das einfach Nebel ist. So, wir hatten doch auf jeden Fall hier einen Gräuling. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Hatten wir nicht noch Baumstämme rumliegen? Das sehen wir halt gerade zu wenig. Ach, falsch geblockt. Mist. Und wir können was essen. Ich glaube, wir haben keine Baumstämme mehr. Baumstämme, was sage ich denn? Na gut. Lasst uns mal schnell noch ein bisschen was reinfuttern, dass wir hier nicht die ganze Zeit mit kaum Ausdauer rumrennen. Dann machen wir halt noch ein paar Buchen klein. Da hinten haben wir ein Wildschwein. Und da ist noch ein Hirsch. Hä? Sein Kumpel hat's mitgekriegt, ne? Ach, schade. Wo ist er denn? Hier. Und Wildschwein, wo bist du hin? Ach, zwei sogar. Nummer eins. Da ist noch ein Hirsch. Der hat uns aber noch nicht gehört. Schön, einfach so nebenbei. Sage ich natürlich nicht nein. Noch eine Hirschtrophäe, rohes Fleisch, kein Hirschfell. Oder habe ich es übersehen? Ich weiß nicht. Wo ist unser Baumstamm? Ist der nicht richtig umgekippt hier? Mal gucken, ob wir jetzt den Stumpf unten treffen. Ich glaube ja, ne? Naja, aber dafür ist der immer noch nicht umgefallen. Oh, oh, nicht auf... Jawohl. Da haben wir uns gleich noch eingeholt. Oder es war nur ein Stück von dem ersten. Ich glaube eher das. Aber die haben hier alle ein bisschen Schaden gekriegt. Noch ein Gräuling, aber ansonsten ist nicht mehr viel in der Nähe. Holzhacken auch nochmal verbessert. Läuft bei uns. Nach der Folge, ich verspreche es, gucke ich mal, wie wir da unten die Fähigkeit einsetzen. Möchte jetzt nicht jede einzelne Taste durchprobieren. Huch. Und hab's doch nebenbei gemacht. So. Dann wieder in den Bauhammer. Und einmal das. Ach nein, eine Treppe wollten wir erstmal setzen. So. Die funktioniert wieder nicht. Gräuling, verschwinde aus meinem Zuhause.
Ich sag's dir. Ne, das war verkehrt. Immer noch verkehrt. Jetzt. Und damit haben wir doch schon mal das Grundgerüst. Wir könnten natürlich ein Flachdach draufsetzen. Dann machen wir jetzt einfach noch eine Etage. Hätte vielleicht auch eine halbe gereicht, aber ich würde gern zwei Etagen übereinander drohen haben. Ihr seht dann gleich, was ich meine. Und Fenster gibt es natürlich auch noch, aber Grundgerüst erstmal hinbauen. So. Und dann Flachdach. Erstmal ganz, ganz einfach, wie gesagt, verschönern und kleine Details und Extras. Alles später noch, immer noch zu wenig. Ich sollte länger Holz sammeln gehen. Aber ich bin immer so ungeduldig. Ich möchte das dann fertig kriegen. Weil ich schon längst mit euch in den dunklen Wald wollte. Aber dann kam mir halt die Idee, dass wir hier nochmal ein bisschen umbauen. Weil unsere Truhen sind halt auch langsam alle voll. Natürlich cool mit der Feuersteinaxt brauchen wir nur einen Schlag für die Buchen. Also für die Kleinen hier. Und dann mit Stein können wir auch noch nicht bauen. Was wir da alles brauchen, weiß ich auch noch nicht. Wir den Bauhammer noch verbessern können. Wir können dann mal gucken bei Upgrade. Das habe ich ganz vergessen. Dass wir da ja noch so eine Upgrade-Spalte haben. Mal schauen, was da noch Schönes auf uns wartet. Gibt uns das auch Holz? Ich sehe gerade nur Harz oben. Jetzt. Nein, Gräuling, nicht jetzt. Davon gibt es echt viele. Wenn es so viel Hirsche geben würde, wäre ich glücklicher. Ich weiß, die geben jetzt nicht so viel Holz, die kleinen Dinger hier, aber... So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es reicht. Wie viel haben wir denn? 44. Ist ja nicht mehr viel, was wir brauchen. Und so bauen wir uns unser kleines Dörfelein. Der Keuling von uns abgelassen? Oder kommt er doch noch? Ich weiß es nicht. Ja, da haben wir's. Eine Tür noch rein. So, dass ein bisschen Licht drin ist. Wie gesagt, ist jetzt nicht hübsch. Soll es auch gar nicht sein. Soll nur erstmal seinen Zweck erfüllen. Dann können wir jetzt nämlich hier die Leiter, die... Oder Treppe besser gesagt. Ich will immer noch nicht. Und noch so ein kleines Stück dran bauen können wir auch nicht. Mach die nochmal weg. Ne, wir müssen wirklich nochmal ein bisschen Boden erhöhen. Na gut. Dann brauchen wir jetzt Truhen. Und da hätte ich halt gerne so eins. Zwei. Ne, die muss weiter rüber. Zwei. Und drei. Ach, und die kosten 10 Holz. Ich bin viel zu ungeduldig. Sollst du das nicht treten? Nach Bauhammer wieder kaputt. Mist. Ach, da ist er. Wir lagern jetzt erstmal kurz um. So viel wie geht. Wir so viel Fleisch? Wahnsinn, wo kommt denn das alles her? Wir müssen es zum Glück auch nicht kühlen. So, und jetzt packen wir hier erstmal kurz einfach alles raus. Wahnsinn, wie viel Fleisch wir haben. War mir gar nicht bewusst. Wir müssen noch schnell den Bauhammer reparieren. Dann
Dann können wir die nämlich wegreißen hier. Können hier drüben wieder eine hinbasteln. So. Und bauen auch noch die restlichen um. Oder füllen sie um. Das kriege ich nicht mehr. Und dann haben wir halt hier unser kleines Lagerhaus. Weil ansonsten wäre es langsam sehr eng geworden. Wir haben so viele Gegenstände mittlerweile im Gepäck und in Truhen gelagert, dass wir da definitiv mal erweitern mussten. Das sieht natürlich richtig doof aus hier vorne. Was habe ich denn hier gebaut? Ja, hier hinten ja genauso. Ah ja, machen wir später alles noch hübsch. Und die dritte Truhe hier hin. Zack. Und dann haben wir hier erstmal die drei Dinger drin. Sehr gut. Wir können jetzt nämlich mit dem Bauhammer, weiß nicht, ob wir den ganzen Boden ziehen müssen. Habe ich jetzt das Holz weggepackt, was wir noch hatten? Aber mehr haben wir gar nicht mehr, ne? Nee. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den ganzen Boden ziehen müssen oder ob so ein Balken reicht. Ja, ich glaube, so ein Balken reicht. Dann können wir nämlich, ich werde es mir jetzt nicht, doch, ich kann mir noch eine leisten. Hier eine zweite Etage draufpacken. Ist okay, würde ich sagen. Und dann kriegen wir eventuell sogar noch eine dritte hin. Und dann haben wir ordentlich Lagerraum. Dann machen wir das hier drüben noch und dann sieht das doch alles schon wieder viel besser aus. Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Die Zeit vergeht so schnell und man schafft immer nur so wenig. Bin auch nicht der Schnellste, ich gebe es zu, aber trotzdem. Verfliegt die Zeit hier im Spiel. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, dann kommt hier noch eine drauf. Zack. Jo. Und dann machen wir, wenn wir genügend Holz haben, noch eine dritte hin. Und haben wir unser kleines Lagerhäuschen. Sehr gut. Jetzt brauche ich noch eben Stein. Stein habe ich schon. Dann würde ich nämlich hier nochmal ganz gerne Boden erhöhen. Ja, dass wir hier ordentlich reinlaufen können. Da können wir auch nochmal Boden erhöhen. Das Ding können wir komplett wegreißen. Huch. Das kann auch nochmal weg. Und dafür einmal richtig dran gebaut. Und zack, dann sieht das nämlich auch ein bisschen schöner aus. Und steht vor allem auf dem Boden. Weil wir so viele jetzt gar nicht brauchen. Naja, komm, wir reißen die wieder weg. Zwei reichen. Für so eine kleine Hütte definitiv aus. Okay, dann haben wir das geschafft. Wir haben hier drüben die Feuerstelle. Ich würde jetzt nochmal schnell zwei Lagerfeuer bauen. Hier war dann vielleicht doch ein bisschen viel. Eins. Und zwei, wieder kein Holz. Naja, einen Baum gehen wir noch schnell hacken. Und dann müssen wir leider schon wieder ein Folgenende machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht mal außerhalb des Let's Plays einfach Holz und Materialien sammeln soll, damit es nicht ganz so langweilig wird. Einfach mal so zwischendurch ein bisschen was einsammeln. Dass wir hier schneller weitermachen können. Wäre wahrscheinlich für euch interessanter. Überlege ich mir noch. Und das dahin und dann schnell eine Kochstelle drüber. Hier und hier. Können wir später mal noch begradigen. Dass das auf einer Höhe ist, aber so haben wir zumindest das. Wir haben hier drüben unsere kleine Hütte, die äußerst hässlich aussieht. Ah, das wird schon noch. Und unser Häuschen. Da sieht es doch soweit schon mal ganz gut aus. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen
19 Uhr geht's dann weiter zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.